wir sind hier in der Manufaktur eingerichtet, komplett in Art Deco. Wenn man reinkommt in Kreuzberg, in unseren Hinterhof, sieht es aus nach Kriegsvergangenheit. Ja? Da sieht man auch aus wie ein Kriegsschauplatz. Wie Sie das schon sagen, im Hinterhof. Ja, im Hinterhof. Ja. Und dann kommt aber schönes, großes, fünfstöckiges Industriegebäude. Mhm. Wir sitzen auf allen 5 Etagen. Und dann steht da unten ganz klein Edzor Kronen, 2. Etage. So, dann denkt sich, kommen Sie einfach rein, Pförtner gibt's nicht. Pförtner gibt's nicht. So, dann geht man die 2 Etagen hoch, klingelt. Und man denkt schon im Treppenhaus, kenn aber, wo komme ich denn hier raus? So, und dann klingelt man und dann kommt man in eine Art Deko-Oase. Eine wunderschöner großer Showroom mit Tiffany und WMF Vasen, mit großen Percel Leuchten, mit 3 großen Paisleys, die knapp 300 Jahre alt sind. Das haben Sie alles geändert? Nein! War das schon so beim Onkel? Nein, mein Onkel ist ein großer Kunstsammler. Ja. Ganz großer Kunstsammler, besitzt eine der größten antiken chinesischen Kunstsammlungen in Deutschland, soweit bekannt. Also, das ist ein Kunstsammler und das war schon alles so. Also, ich wenn man reinkommt, dann merkt man, das ist modern. Wenn man reinkommt, merkt man, das ist authentisch. Ja. Wenn man reinkommt, merkt man, das ist Edzo Akron, da passiert seit 100 Jahren was. Mhm. Wenn ich zu Boss oder Job in den Showroom gehe und da mal was order, da haben sie mal einen Innenarchitekten durchgejagt, aber das war auch alles. Da ist überhaupt nicht, da wird die Marke gar nicht kommuniziert. Bei uns, wenn man reinkommt und ordern will als Einkäufer, da wird die Marke ja kommuniziert. Also wir hatten unsere große erste Hochzeit in den 20er Jahren. Mhm. Also da haben sie, ich gab es so einen schönen Werbespruch, einmal Edzor, immer Edzor. Ja. Der feine Herr zeigte sich gerne. Da gab es die Fliegen, nicht? Ja, die Damen von Edzor-Kronen. Ja, und dann auch die ganz, ganz schmalen. Ja. So, und wie das Ganze anfing, erzähle ich gleich mal. Aber das habe ich nicht geändert. Das war immer da. Das ist das Authentische. Ich bringe ja jetzt nicht als junger Mann da die Art Deco-Sachen mit. Nein, das war, wir besitzen ja eine der ältesten Bauhausküchen in Berlin, die wohl noch erhalten ist. Ne? Also einmal zu Edzo Kronen gehen und sich darüber freuen. Und dann gucken wir mal zu, wie heute moderne Krawatten überhaupt gemacht werden. Edzo Kronen ist 101 Jahre in Berlin. Und der neue Geschäftsführer, CEO auf Englisch, Chief Executive Officer, Jan Hendrik M. für Maria Schäper-Stucke, ist heute mein Gast. Bis nach der Pause. Bis gleich. Jan Hendrik Maria Schäper-Stucke, richtig gesprochen, diesmal habe ich das M Maria ausgesprochen, ist Geschäftsführer der Krawattenmanufaktur Edzard Kronen. Edzor Kronen. Edzor. 101 Jahre in Berlin. Wieso Edzor? Edzor heißt Edward Windsor. Edzor. Edzor Windsor. Edward. Edward der Achte. Edward der Achte. Ja, der nach 8 Monaten abdanken musste. Ja. Ja. Aber Sie haben es länger überlebt. Ja, ich habe das jetzt schon. Edzor Kronen. Ja. Edzor Kronen. Aber es ist so, 1909 sind wir gegründet worden. Damals als Kronenmarke. Ja. Da gab es Edzor noch gar nicht. Ja. Kronenmarke angelehnt an die Kaiserkrone. Ganz genau, 1909. Ja. Ja. So, und 1902. In Kreuzberg? Nein. Damals an der Leipziger Straße. Ja. Wir haben insgesamt 3-mal den Standort gewechselt. Mhm. Wir sind damals entstanden oder haben uns gegründet neben Van Laak. Van Laak ist ja auch gegründet worden an der Leipziger Straße. Weiß man gar nicht, dass Van Laak Hemdenfabrik Berliner Firma ist. Ist eine Berliner Firma, ja. Ne? Jetzt Mönchengladbach. Ja. Ne? Und da waren Sie gleich daneben und Opa, sage ich fast, die Krawatten gemacht. Ja, hat sich schon draußen auf die Straße gestellt und hat gezeigt, wie die Schleife gebunden wird. Und 1902 ist Ildefons Auerbach, ja, der ist angefangen, als Handelsvertreter Krawatten zu verkaufen. So, und da hat er sich jemand gesagt, die Marge ist nicht hoch genug. Mhm. Ich gründe 1909 eine Firma. Ich muss sie selber machen. Ganz genau. Und da hat er sich Stoff aus Krefeld geholt, also hat sich das schicken lassen. Damals Krefeld, Zentrum der Textilherstellung. Ja, ganz genau. Seide. Große Seidenstadt, heute immer noch. Mhm. Und hat sich gedacht, ich hole mir da die Seide her und ich hole mir Mädels aus dem Berliner Umland, Berlin, Brandenburg, und die kloppen mir die Krawatten schon zusammen. Ja. So, also, jetzt mal ganz profan die gesagt. Die haben die fleißig genäht. So, und da kam natürlich schon eine exzellente Krawatte bei raus. So, die hat er verkauft in den Handel rein.
und bis 1914, 15. Dann verliert sich ein bisschen die Spur im Zweiten Weltkrieg. Und dann, dann haben wir die Spur wieder gefunden in den 20er Jahren. Da habe ich ja vorhin schon gesagt... Also Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg. Habe ich im Zweiten gesagt? Ja. Na, Entschuldigung. Also Erster Weltkrieg, verliert sich ein bisschen die Spur. Und dann Anfang der 20er Jahre... Satire in der Weimarer Republik und so weiter und so weiter. Wirtschaftsboom. Wirtschaftsboom. Goldenes Berlin. Ganz genau. Ja, alles und blühte. Die wilden Jahre in Berlin. Alle brauchten Fliegen. Alle brauchten Schleifen. Also, Herr Brinkmann, also, das wollte ich mal richtig stellen. Da ist eine Schleife und Fliegen sind in der Luft. Gut. Und die Schleifen tragen wieder um den Hals. Wieder was gelernt. Ja? Wieder was gelernt. Sie machen ja auch auf dem Schuh keine Fliege, sondern eine genau. Schleife. Volkshochschule, Kurs 1 bestanden. Richtig. Genau, das ist eine Schleife. Schleife. Hat nämlich zwei Flügel. Sehr gut. Ja, wie auch auf dem Schuh. Ja. Ne? Geheimnis, ich mache jetzt kurz einen Exkurs, Geheimnis, bei meiner Schleife werde ich immer wieder gefragt, warum sieht die so fluffig und buschig aus? Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Also wieso hält das bei Ihnen und bei mir nicht? Ja, sehe ich nicht. Also, das ist die Schleife, die habe ich entworfen. Ja? Ja. Und die ist nachempfunden von der Mickey-Maus-Schleife. Ja, ich kam eines Abends nach Hause, war ein bisschen später, habe mir noch was zu essen gemacht, habe einen Disney-Channel eingeschaltet, auf einmal kam der Mickey-Maus über den Bildschirm, mit so einer gelben Schleife. Das machen wir. Das ist eine Schleife für mich. Das ist die Schleife für mich. So, und warum sieht die jetzt so buschig aus? Ich habe lange Zeit eine Füllung gesucht, habe da zuerst mit Tampons probiert, habe die oben und unten abgeschnitten, habe die da reingefroppt. Dann saß ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl hier in Berlin und dann wollte der mir in den Mund diese Dinger pfropfen hier. Vom Zahnarzt hier, weißt du? Die haben Sie da drin. Ja, und da habe ich sofort gesagt, erstmal nicht in den Mund, erstmal zu mir hier. Ja, genau. Die stecke ich mir erstmal in die rein. Schleife. Ganz genau. Und da sage ich zum Zahnarzt, da kannst du mir doch gleich mal eben 1000 Stück von bestellen. Ja. Ne? Die stecken wir jetzt in alle unsere Schleifen. Genial. Und der Händler lässt sie drin. Ja. Der Händler nimmt sie nicht raus, weil es ja eben was Besonderes ist. Ja? Und man sieht es oben und unten nicht. Ich hatte das mit den Tampons, das Problem. Genau. Die habe ich dann mal zu lang abgeschnitten, mal zu kurz abgeschnitten. Man sah das dann. Und war auch nicht so eine angenehme Sache. Genial. Ne? Und selber entworfen. Ja, genau. Ja? Man kann auch sagen, also so eine ähnliche Schleife hat Philipp Scheidemann auch getragen, als er die Republik ausgerufen hat. Also das ist eben schon sehr 20er Jahre. Das hat dann der Urgründer dem Scheidemann noch verkauft. Ja, höchstwahrscheinlich sogar. Ne? Bei Ed Zor. Ja, Ed Zor. Ed Zor. Aber die gab es da noch gar nicht. Edward. Genau, aber die gab es ja noch gar nicht. Das war die Kronenmarke bis dahin. Heute entwerfen Sie diese Schleifen selbst und auch die Krawatten selbst. Wie heißen das jetzt? Krawatte, Schlips oder? Also ich will das jetzt hier nicht so sagen, aber das Schlips und Fliege ist so ein bisschen... Benutzt man eher nicht. Gut, dann lassen wir es mal beiseite. Ne? Also Krawatte. Also im Textilbereich heißt das ja Langbinder und Querbinder. Ja. Ja? Also das sind die Begriffe, die man so in der Branche benutzt. Ja?